Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Startup Willi und heute mit einem Rückblick von 2016. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, ich habe mir gedacht, jetzt zwischen den Jahren nehme ich mir mal kurz Zeit und lass mir mal das ganze Jahr ein bisschen Revue passieren. 2016, wir haben im Februar diesen Jahres angefangen. Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich angefangen vorzuproduzieren, habe geschaut, hey, mit welchem Konzept könnte ich starten, was für Name, Logo, welche Unternehmen teste ich etc. Haben dann im Februar angefangen damit und haben mittlerweile über 100 Videos hochgeladen. Wir haben ja dann eine kleine Startphase gemacht mit den ersten 10 Videos, habe dann nach den 10 Videos mir das Ganze angeschaut, die Entwicklung, ob es mir Spaß macht, ob es das Richtige ist, ob es gut ankommt und habe mich dann im April dazu entschlossen, das wirklich auch weiterzumachen oder Mai war es. Und ja, jetzt sind wir am Ende des Jahres, wie gesagt, über 100 Videos. Wir haben 32 Startups getestet, waren echt große Startups dabei. Unser größtes Video hat, glaube ich, über 3000 Klicks. Also sind wirklich sehr, sehr zufrieden. Wir können mal gucken, was wir uns am Anfang des Jahres als Ziel gesetzt haben für Ende des Jahres. Wir hatten einmal die 150 Abonnenten. Das war das Ziel für YouTube. Da sind wir mittlerweile beim aktuellen Stand bei 185, haben das Ziel auf jeden Fall erreicht. Facebook 300 Likes, sind mittlerweile bei über 450, also auch da unsere Ziele erreicht. Und bezüglich Klicks hatten wir uns 10.000 als Ziel gesetzt und sind mittlerweile bei 22.000. Das heißt, ich persönlich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es waren echt coole Unternehmen dabei. Wie gesagt, auch große Unternehmen. Und am Ende hat es einfach geklappt, dass ich auch die Produkte gestellt bekommen habe, was für mich einfach ein wichtiger Punkt war, weil ich habe mit Startup Willi eigentlich nichts verdient. Das ist ein reines Hobby. Und dann die ganzen Produkte einzukaufen, wäre einfach für mich nicht möglich. Das heißt, Startup Willi würde es dann nicht gehen. Das heißt, finde ich echt cool, dass es da die Unterstützung gibt von den jeweiligen Unternehmen. Ich habe ja damals Startup Willi gegründet, weil es mich einfach persönlich auch interessiert hat. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt persönlich für mich auch ganz arg viel mitgenommen. Also einfach so, wie die Startups gestartet sind, wie der Kontakt mit den Startups abläuft, war total interessant für mich am Anfang. Einfach diese Kommunikation, auch die Leute kennenzulernen, mit dem einen oder anderen zu skypen, persönlich zu treffen, wie auch immer, war wirklich sehr, sehr interessant. Und auch die verschiedenen Herangehensweisen an das Startup hat mir unglaublich geholfen, mal eine andere Perspektive drauf zu bekommen und einfach für mich auch nochmal neue Sachen dazuzulernen. Des Weiteren war es krass für mich zu sehen, wie schnell sowas auch gehen kann bei Startups. Also wenn man einfach so sieht, wie Startups, wie schnell die gewachsen sind. Wir gucken ja da auch uns ein bisschen die Geschichte an. Und teilweise sind die Startups echt innerhalb von einem halben Jahr echt richtig bekannt geworden. Und ja, ist total faszinierend und ist total spannend einfach auch. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, beziehungsweise mein größtes Learning, ist einfach dieses ganzheitliche Bild. Also dass es einfach alles, was man macht, das Unternehmen, alles, was das Unternehmen macht, einfach zueinander passt und einfach ein schlüssiges Bild gibt. Und das ist ja auch das bisschen, was ich bei der Bewertung immer Wert drauf lege, weil ich einfach gemerkt habe, für mich als Endkunde ist das einfach das Wichtigste, dass ich ein schlüssiges Bild habe, dass es ein schönes, rundes Bild ist. Und ja, also auch wieder ein echt krasses Learning für mich. Auch echt spannend fand ich diese extreme Vielfalt von den Unternehmen, was wir getestet haben. Also wir haben ja wirklich alle möglichen Branchen dabei. Ich hatte jetzt auch gerade bei dem Startup Willi Adventskalender wirklich alles Mögliche und das fand ich einfach echt faszinierend und krass, in wie viele Branchen diese gesamte Startup-Szene Einzug hält und wo es das überall gibt und welche Formen es davon gibt, was es für Ideen gibt. Das ist einfach unglaublich und hat einfach eine extreme Vielfalt. Ganz am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich ja die deutsche Startups angeschrieben, ob wir für diesen Sonntag, für diesen Wochenrückblick quasi auf ihren Startup-Ticker zurückgreifen können. Und habe dann später auch noch mit dem Startup-Brett die Kooperation ausgemacht. Und ich muss sagen, gerade diese zwei Ereignisse, gerade am Anfang, waren für mich echt krass und total spannend, dass es geklappt hat. Also dass gerade diese zwei Portale einfach auch so offen sind und das einfach zulassen, dass man da sich gegenseitig vielleicht auch ein bisschen hilft oder auch die Informationen ein bisschen austauscht. Und das ist was mir ganz arg an der Startup-Szene gefällt. Und ich möchte mich auf jeden Fall in dem Video auch nochmal ganz arg bedanken bei Deutsche Startups, dass ich den Startup-Ticker verwenden darf. Und auch bei dem Startup-Brett, dass wir diese Kooperation haben. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel geholfen, sehr viel weitergebracht und ich freue mich auf ein fettes neues Jahr. Gegen Herbst diesen Jahres habe ich dann angefangen, die Vlogs zu machen, was für mich auch ganz interessant war. Natürlich waren das jetzt noch viel, viel mehr Videos, aber es war für mich auch total spannend, gerade sich das abends nochmal hinsetzen, nochmal überlegen, hey, wie war denn der Tag und so ein bisschen einplanen auch im Tag, hey, wo kannst du den Leuten ein bisschen was zeigen, was hilft den Leuten auch weiter. Und hat mir ganz auch viel Spaß gemacht, das jetzt mit der Adventskalenderaktion ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil das einfach echt viel ist, der Adventskalender, auch an Material, was gepostet wird. Werde ich aber im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder weitermachen, hat mir ganz auch viel Spaß gemacht. Bin natürlich da auch ein bisschen immer am Ausprobieren, was ich euch zeige, was euch gefällt, weil auf der einen Seite denke ich, hey, ich will euch ein bisschen unterhalten, ja. Auf der anderen Seite möchte ich euch aber auch zeigen,
dass das Startup-Dasein manchmal auch ein bisschen langweilig ist und halt einfach nur am Rechner sitzen ist und irgendwelche Sachen vorbereiten ist. Und da ist es manchmal für mich ein bisschen schwierig, da einen guten Mittelweg zu finden, aber ich probiere mich da einfach ein bisschen aus. Ihr seht ja dann das Resultat. Was erwartet uns im neuen Jahr? Im neuen Jahr geht es natürlich erstmal weiter so wie bis jetzt. Das heißt, wir werden ganz normal die Startups weiter testen und Willi will gründen geht auch noch weiter. Es kommen aber einige neue Sachen auf euch zu, die ich jetzt noch nicht verraten will. Da kommen extra Videos dazu. Aber ich werde gerade in dieser Zeit jetzt zwischen den 2 Jahren nochmal einiges an neuen Ideen und neuen Konzepten für Startup Willi arbeiten. Und 2017 wird noch einiges kommen. Im Februar gibt es uns auf jeden Fall erstmal ein Jahr. Vielleicht schaffe ich es da, eine kleine Idee euch vorzustellen. Ich arbeite auf jeden Fall hart daran. Ich hoffe, euch gefällt der Kanal. Lasst mir gerne Feedback da, was ihr euch vielleicht noch fürs neue Jahr wünscht, welche Ideen ihr vielleicht noch habt, was wir gemeinsam noch machen können, so dass wir auch ein bisschen vielleicht mehr interaktiver werden im neuen Jahr. Ansonsten wünsche ich euch, dass 2016 für euch ein richtig geiles Jahr war, dass ihr viel erreicht habt, dass ihr euren Träumen näher gekommen seid und legt los für 2017. Lasst uns ein geiles gemeinsames 2017 haben. Ich freue mich tierisch drauf und wir sehen uns einfach im nächsten Video im neuen Jahr. Habt viel Erfolg bis dahin bei allem, was ihr macht. Ich freue mich ganz arg auf 2017 und bin wirklich tierisch dankbar für eure Unterstützung und wie das dieses Jahr abgelaufen ist. Falls euch Startup Willi gefällt, liked das Video, teilt auch gerne unsere Facebook-Seite oder YouTube, wie auch immer, sagt es weiter. Ich freue mich ganz arg aufs nächste Jahr. Haut rein. Ciao.